Lunea besteht aus 23 Lebensblättern. Das heißt, also das sind aus Lenas Leben ja, bestehende, ja, aus Ereignissen oder auch aus Sätzen, die ihn geprägt haben oder die er geprägt hat. Auch mitunter blitzartige, ereignishafte, wesentliche, ja, die ihn als den Menschen zeigen, der er auch war. Ich muss sagen, dass das Schreiben anhand einer historischen Persönlichkeit mir schwer fiel. Also ich, je tiefer ich eintauchte in Lenaus eben nicht nur Werk, sondern auch Leben oder in die Spuren, die es gibt, in die Briefe, und da gibt es unglaublich intime, desto schwerer fiel es mir, tatsächlich ihn auftreten zu lassen. So, ja. Das hat damit zu tun, dass ja, ich hatte das Gefühl, mir steht es nicht zu, einen anderen Menschen, der ja lebte und nicht für sich sprechen kann jetzt mehr, also mich dazu ermächtigen, für ihn zu sprechen. Und mein Weg oder Ausweg war, nur seine Sprache zu ja, benutzen oder zu nehmen, in die Hand zu nehmen, um von ihm zu erzählen, mit ihm von ihm zu erzählen. Es gibt also kein einziges eigenes Wort in dem Libretto. Das ist alles entweder aus Gedichten oder Briefen von Lenau oder auch von Briefen seiner Freundinnen und Freunde, auf die er reagiert hat seinerseits, sodass ich mir sicher sein konnte, dass er die Briefe eben gelesen hatte. Das ist so eine Art Vokabular oder Wortschatz, ein Lenau-Wortschatz, den ich da genommen habe. Das gab mir das Gefühl, ihn nicht zu verraten, ganz bei ihm zu bleiben. Auch wenn völlig neue Sätze entstanden, so waren sie eben doch seinem Werk geschuldet. Es gibt so Überschneidungen, so eigene. Ich habe eine große Nähe zu Lenau einerseits und dann befremdet er mich wieder so sehr. Das beginnt bei gemeinsamen Orten, also ich pendle zwischen Biel am Bieler See und Wien, so wie er zwischen Stuttgart und Wien pendelte. Und in Wien gibt es Orte, da denke ich heute, wenn ich hinkomme, ständig, ach, es ist ein Lenau-Ort. Und es gibt Charaktereigenschaften, die er hatte, die ich auch habe, eher ungute. Und das muss man bei Lenau nachlesen, das erzähle ich jetzt nicht. Aber es gibt da genug Schreckliches, wo ich dachte, um Gottes Willen, das kenne ich von mir. Und es gibt ganz schlimme Sachen. Also er hat zum Beispiel Vögel gefangen. Das ist mir undenkbar, unvorstellbar, wie man das tun kann. Ein Libretto schreiben, das schaut von Libretto zu Libretto anders aus. Im Fall von Lunea ging ich von Lenaus Wortschatz aus und habe zunächst begonnen, Gedichte zu schreiben anhand seiner Gedichte oder auch seiner Briefe. Das heißt, ich habe einzelne Worte mit Sollbruchstellen versehen und rhythmisiert und die erzählten wiederum etwas Neues oder anderes, also ein Zustand jeweils oder ein Gedankenbild. Und das war eine Räuberleiter hin zu diesem Libretto, das ja sehr, sehr stark für Heinz Holliger entstanden ist, in dem Sinn, dass ich auch wirklich an Heinz Küchentisch saß und ihm meine Gedichte da gezeigt habe und ihn auch reagieren habe lassen auf diese einzelnen Gedichte. Und als er das dann bejaht hat, ging man ja weiter und wir haben einfach sehr, sehr konkret auch
über diese 23 Lebensblätter gesprochen. Ich hatte freie Hand, sie zu füllen oder sie entstehen zu lassen, aber ich war natürlich offen für Einlassungen von Heinz. Man liebt Musik, man liebt die Oper. In meinem Falle ist es so. Ich lebe dafür auch. Also ich gehe selber ständig in die Oper. Ich brauche die Begegnung mit einem Grenzbereich. Also Musik ermöglicht es mir ja, wohin zu gelangen, wo das gesprochene Wort nur in ganz seltenen Fällen ja, hinrührt. Das sind aber die allergrößten Dichtungen dann, denen das gelingt. Und Musik, auch da sind es natürlich die großen Kompositionen. Mit groß meine ich aber jetzt nicht die gigantischen, sondern einfach die der Sache auf den Grund gehen, die hinhorchen, die auch Neuland betreten wollen, also die forschend zugang sind. Und da ist Heinz Holliger natürlich einer der ganz, ganz, ganz Großen. Und das ist eine unglaubliche Freude, mit ihm, für ihn schreiben zu dürfen. Meine Natur. Gegen diese Trennung.